Ja, guten Morgen erstmal. Wie schon gesagt, ich bin Erik Ballnert. Ich bin in unserem Frankfurt Office und ich bin dort Customer Engineer und das spezialisiert auf Data and Analytics. Customer Engineer ist eine Rolle, die Kunden auf ihrem Weg in die Cloud auf technische Art und Weise begleitet. Ja. Serverless Analytics auf der Google Cloud Plattform. Schwierig in nur 20 Minuten abzuhandeln. Was ich gerne ansprechen würde, wäre, wie man eine Serverless Lambda Architecture aufbaut und was eine Lambda Architecture ist. Eine, die sehr, sehr mächtig ist und an die man mit nur sehr wenigen Zeilen Code im Prinzip kommen kann. Unter der Verwendung der Services PubSub. Kann man sich vorstellen wie ein Managed Kafka, wer das kennt. Storage als Service, Dataflow, BigQuery, dann ein paar Code-Beispiele dazu, die zeigen, wie einfach das geht. Und dann gehe ich noch ein bisschen auf Serverless Machine Learning ein und vielleicht gibt es am Ende noch Fragen. Fragen könnt ihr aber auch jederzeit stellen, eigentlich mitten rein. Gut. Diesen Eingabeprompt kennen Milliarden Menschen. Sieht sehr einfach aus. Was sich dahinter verbirgt, sind abartige Mengen an Compute, Storage, Netzwerk und vor allem aber auch Anwendungskomplexität. Es sind in der Tat einige hundert Regeln, die da abgeprüft werden bei jeder Eingabe. Und das kann man nicht leisten, wenn man über Server, VMs, Container und Infrastruktur nachdenkt. Ja? Genauso wie diese 8 Services hier unten, von denen jeder einzelne über 1 Milliarde Nutzer jeden Tag hat. Da muss man Ressourcen ganz anders abstrahieren und ganz anders drüber nachdenken. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn jemand sich eine Bohrmaschine kauft, dann will er eigentlich keine Bohrmaschine haben, sondern ein Loch in irgendetwas. Also nicht über die Tools nachdenken, die einem im Weg sind, sondern über das Endziel und auf einen anderen Abstraktionsgrad gehen. Das erschlägt einen ein bisschen. Ich habe mal die Data and Analytics Services, sind auch IoT-Sachen dabei, auf eine Art Landkarte ausgekippt, wo man einfach mal sehen kann, was gehört wohin. Das ist so eine Art Lambda-Architecture. In der Lambda-Architecture haben wir eine Art, es nennt sich Speed Layer, also Echtzeitdaten, Hot Data, Sachen, die zum Beispiel von IoT-Devices oder Mobile-Devices reinkommen, Data-Feeds und so weiter, die hier in diesem PubSub-System aufschlagen normalerweise. Ich habe aber auch Batch-Data, kalte Daten, die mit einem Scheduler oder irgendwie manuell in das System hochgeladen werden. Die treffen meistens auf ein System, das heißt Dataflow. Das kann beides zusammenbringen. Da gehe ich gleich noch im Detail drauf ein. Und am Ende landen wir auf einer Art Persistenz-Layer, Storage-Layer. Und da habe ich unterschiedliche Geschmacksrichtungen, je nachdem, was ich brauche. Purpose-Fit im Cloud-Storage, den die meisten kennen, ein Object-Store. Sieht aus wie ein Filesystem, ist aber keins. Ist ein Object-Store, ist eigentlich ein Key-Value-Store. Ja. Dann habe ich NoSQL. Mit Cloud Data Store zum Beispiel. In die Kategorie zum Beispiel würde ungefähr auch Mongo gehören. Bigtable, was von außen aussieht wie HBase. HBase hat sich auch daraus entwickelt. Ja. Dann habe ich SQL mit Cloud Spanner, ein sehr, sehr interessantes System. Wer ist vertraut mit dem CAP-Theorem? Es geht darum, dass verteilte Systeme nicht gleichzeitig hochverfügbar oder schnell sein können und konsistent sein können. Ja. Man kann immer nur 2 von diesen 3 Kriterien erfüllen. Und in Spanner spielen wir da so ein paar Tricks mit diesem Problem, mit diesem generellen, sehr harten Computer Science-Problem. Da gibt es ein schönes White Paper darüber, das kann ich am Ende vielleicht auch nochmal zeigen, mit TrueTime, wie wir Atomuhren und GPS in Data Center einsetzen, um überall die gleiche Zeit zu haben, Paxos, Quorum und Consensus. Und ein sehr, sehr konsistentes Netzwerk, weil uns das komplett gehört, ist im Prinzip dieses, und wir die komplette Kontrolle darüber haben, ist im Prinzip dieses Partition-Problem mehr oder weniger minimiert. Ja. BigQuery kennen vielleicht auch einige, ist ein SQL-basiertes Data Warehouse, bis hin zu einige Petabyte-Scale oder viele Petabyte-Scale. Das können wir im Prinzip erstmal vernachlässigen. Das geht so in die Richtung Managed Hadoop und Spark und so weiter, mit dem ich hier auch noch Daten verarbeiten kann, beziehungsweise Ad-Hoc-Analysen oder explorativ arbeiten kann. Lassen wir aber jetzt erstmal außen vor. Und am Ende kommt dann noch so die Klasse, wo ich zum Beispiel auch wieder explorativ arbeiten kann mit Data Lab. Das ist ein Jupyter Notebook on Steroids, könnte man sagen.
Machine Learning oder automatisiertes Machine Learning, AutoML. Ja? Da man aber fast nie alles davon braucht, schauen wir uns im Wesentlichen jetzt einfach diese vier Services an und ich erkläre die mal von links nach rechts, PubSub, Dataflow, Storage und BigQuery, weil man mit denen normalerweise 80, 90 oder in vielen Fällen auch 100% seiner Workloads eigentlich abarbeiten kann. Von der Landkarte weg zu einem Stück für Stück aufbauen, wie würde man sowas machen? Also wenn ich Echtzeitdaten habe, wie gesagt, kommen die in Publish-Subscribe an, ein globales verteiltes System, wo ich wirklich mit wenigen Zeilen Code sofort loslegen kann und kann bis hunderttausende Nachrichten pro Sekunde einlesen, verarbeiten, ohne dass ich mich um irgendwelche Server, Clustergrößen und so weiter kümmern muss. Oder eben Storage für das Hochladen von JSON-Files, CSV-Files, XML, SQL-Dumps, was auch immer. Dann kommt ein sehr interessanter Service, Dataflow, der im Prinzip beides zusammenführen kann. Das heißt, ich habe ein Programmiermodell und ein Set von Semantiken, mit denen ich beides verarbeiten kann. Ich kann zum Beispiel auch gucken bei Echtzeitdaten, die reinkommen, wie sahen denn die gleichen Daten im letzten Monat oder im letzten Jahr aus, weil ich eben Mashups machen kann aus kalten Daten und heißen Daten sozusagen. Dataproc als Managed Hadoop, wie gesagt, ist eine optionale Sache, braucht man nicht immer. Wir sehen viele Kunden, die in die Cloud migrieren oder die, die ihre Analytics-Landschaften rüberheben zu uns. Wenn sie von Scratch anfangen, dass sie eigentlich vieles gleich direkt in Dataflow machen. Wenn man allerdings jetzt noch eine Menge Spark oder Pig oder Hive-Code in der Schublade hat, dann kann man den auch in Dataproc noch nutzen. Ja. So, und dann geht's weiter. Dataflow, wie der Name schon sagt, die Daten fließen weiter dann zum Beispiel in BigQuery, wenn sie hochstrukturiert oder tabular sind. Oder wenn sie eher in Richtung NoSQL gehen, eher in Bigtable. Bigtable ist sehr gut dazu geeignet, um wirklich ganz extrem viele Inserts und Reads zu machen pro Sekunde, Hunderttausende oder Millionen, je nachdem, wie man das Ganze ausskaliert hat. Ist gut geeignet zum Beispiel für IoT-Daten von sehr, sehr vielen Sensoren oder für Time-Series-Daten. Und wer möchte, kann dann zum Beispiel hier am Ende noch Machine Learning Engine dahinter setzen und kann das wie so ein Lego-Baukastensystem, fließt das Ganze durch, an Bigtable oder Bigquery anflanschen. Machine Learning-Modelle sind ja bekannterweise besser, umso mehr Daten ich berücksichtige. Und am Ende will ich natürlich auch was sehen. Das heißt, ich habe jetzt hier noch entweder mein BI-Surface Tableau oder ClickView oder ich verwende wieder DataLab, also ein Jupyter-Notebook, Data Studio oder einfach auch nur APIs oder andere Downstream-Systeme oder User, die das System nutzen, programmatisch. Ja. Fangen wir an mit der ganz linken Box, mit PubSub, Publish Subscribe. Sehr viele Google-Services oder auch On-Premise-Dienste können ganz einfach in Cloud PubSub publishen. Und andere Google-Services können auch wiederum als Subscriber auf bestimmten Topics fungieren. Das heißt, ich kann wunderbar zwischen Services entkoppeln, was meine Architektur halt sehr viel flexibler und robuster macht. Hier oben sehen wir zum Beispiel auch noch einen wichtigen Punkt zu berücksichtigen, da ich habe flexiblerweise eine End-to-End-Zuordnung zwischen Publishern und Subscribern. Was ich aber wissen muss, ist, wenn ich zum Beispiel aus Skalierungsgründen viele Subscriber habe an einer Subscription, dann muss zum Beispiel hier der Subscriber 2 wissen, dass er die Nachricht B nicht sehen wird, ja, weil sie eben ganz einfach an alle Subscriber verteilt werden. Ja. Ist ein relativ bekannter klassischer Ablauf. Ein Publisher schickt eine Message an ein Topic, das Topic wird persistiert, wird an eine Subscription weitergegeben, der Subscriber liest aus der Subscription und wenn er ein Acknowledge zurückgibt, dann wird die Nachricht aus der Queue gelöscht und es geht weiter. Lesen kann in Push- oder in Pull-Modus erfolgen, das Zustellen von Nachrichten. Ja. Dataflow, das ist jetzt die nächste Box. Das heißt, die Daten, die aus PubSub kommen, werden mir garantiert zugestellt, aber möglicherweise nicht garantiert nur einmal und auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder irgendwas in der Art. Das muss ich jetzt in Dataflow machen. Dataflow kann, wie gesagt, auch aus kalten Daten von Files lesen oder aus x-beliebigen statischen Quellen.
das ist im Prinzip nur eine Zeile Code. Interessanter wird es, wenn ich endlose Daten habe, also Daten, die in das System reinfließen, die nicht bounded sind. Dann verwende ich Fenster. Dazu gibt es sehr viele unterschiedliche Arten von Fenstern. Tumbling Windows, überschneidende Fenster und so weiter, mit denen ich einfach eine Semantik habe, um zu sagen, auf welche Daten will ich mich jetzt konzentrieren und über welche Daten will ich aggregieren. Und idealerweise wäre natürlich, wir haben hier unten eine Zeitachse, in der Nachrichten eintreffen, und wir haben eine andere Zeitachse, in der Nachrichten verarbeitet werden. Hier gibt es natürlich eine gewisse Verzögerung. Ideal wäre, das ist die sogenannte Watermark, Ideal Watermark, wenn Nachrichten immer gleichmäßig eintreffen und auch immer gleichmäßig mit einem leichten Verzug verarbeitet werden. Das findet aber in der Realität nicht statt. Ich habe auch sehr spät eintreffende Daten, weil zum Beispiel ein mobiles Endgerät kurzzeitig disconnected ist oder irgendwas in der Art, kommen die eben später. Das heißt, ich kann, das System berechnet mir eine Heuristik für eine Watermark, die möglichst viel abholt und in die entsprechenden Fenster einsortiert, also eine Art eingebaute zusätzliche Intelligenz. Und ich kann aber auch, wenn Daten wirklich sehr spät eintreffen, wie hier zum Beispiel die neuen mit Late Delivery, kann ich über einen Trigger und über Akkumulatoren, die noch im Nachhinein quasi in das richtige Fenster eintüten. Das Ganze skaliert auch wieder automatisch rein und raus, je nachdem, wie viel Last anliegt. Muss ich mich nicht groß drum kümmern. Ich kann unterschiedliche Laufzeitumgebungen verwenden. Das heißt, ich kann das Ganze auf dem Notebook entwickeln. Ich kann das aber auch bei mir im Keller vielleicht auf einem Spark- oder Flink-Cluster laufen lassen oder einfach auch nur mit einem Kommandozeilen-Switch in die Cloud deployen und kann das da auf Dataflow laufen lassen. Das Originalsystem wurde geopen-sourced und heißt jetzt Apache Beam. Ist 1:1 Apache Beam, wenn ich das verwenden werde. Und was wir unter Dataflow verstehen, ist im Prinzip die Laufzeitumgebung in Google, in die ich meinen Apache Beam-Code deploye. Kommen wir zu BigQuery. BigQuery, das Data Warehouse, hat ebenfalls zwei Eingangsmodi. Ich kann Daten rein streamen oder ich kann solche Bulk-Uploads machen. Die landen im Cloud Storage und in einem speziellen File-Format, das von BigQuery genutzt wird. Interessant an dem System ist, dass ich hier Compute und Storage getrennt habe. Das skaliert unterschiedlich. Ich habe sehr, sehr viele Daten und lasse darüber sehr einfache Queries laufen, oder ich habe sehr wenig Daten und mache hier sehr komplizierte Sachen. Ich kann hier drin zum Beispiel auch noch Machine Learning laufen lassen und solche Sachen. Und jeder, der derartige verteilte Systeme kennt, vielleicht von Hadoop oder Spark oder sowas, weiß, dass es solche Shuffle-Steps gibt, wenn ich zum Beispiel irgendein Group by Key mache oder sowas. Und die Shuffles finden alle nur in Memory statt, um besonders schnell zu sein. Und das Ganze wird unterstützt durch unser Petabit-Netzwerk, das wir haben in jedem Datacenter. Ja. Zugreifen kann ich darauf dann mit fast jedem x-beliebigen SQL-Client über ein REST-API, das Web-Interface, das wir noch sehen werden, oder Kommandozeile. Und es gibt Libraries, um darauf zuzugreifen, in über 7 Sprachen. Es ist fast eigentlich immer Java, Python und Go dabei und dann manchmal noch Node.js und andere und so weiter. Kommen wir zum Code. Gibt es Fragen bis dahin? Soweit so klar? Gut. Gut, wir haben am Ende auch noch mal kurz Zeit dafür. Kommen wir zum Code. Anfangen tue ich, indem ich mich autorisiere für den Zugriff. Das heißt, ich lege mir einen sogenannten Service-Account an. Das ist so eine Art Access-Proxy für Anwendungen. Der generiert einen JSON-File, das lade ich runter und referenziere das mit einer Umgebungsvariable und dann kann ich loslegen. Für PubSub, also ich habe jetzt die Python-Beispiele genommen, weil ich Pythonist da bin. Ich würde mir einfach diese Bibliothek oben installieren. Es gibt aber, wie gesagt, hier auch noch eine Menge andere Sprachen. Und dann habe ich hier auf GitHub eine ganze Menge Beispiele, die zeigen, wie ich mit wenigen Zeilen ein Topic anlege, hinpublische, einen Subscriber anlege, daraus lese und so weiter. Das ist alles relativ simpel per Copy-Paste und wie gesagt, ich muss mich nicht um die Infrastruktur dahinter kümmern. Für Storage genauso. Wir sehen hier auch eigentlich, dass die Namensgebung von den Paketen relativ konsistent ist. Da oben, ich installiere mir einfach Google Cloud Storage, importiere das, lass mir einen Client geben, kann mit dem Client auf ein bestimmtes Bucket zugreifen. Das ist die Container-Einheit in dem Storage.
lesen, schreiben und so weiter. Relativ einfach und geradlinig und da auch wieder auf GitHub diverse Codebeispiele. Dataflow sehen wir jetzt hier, das ist zu einem Apache-Projekt geworden. Da ist jetzt auch viel Dokumentation und der Code an sich bei Apache gehostet. Das Hello World für die Datenleute ist eigentlich immer ein Wordcount. Und hier sehen wir einfach ein Beispiel von so einem Wordcount. Hier lese ich zum Beispiel Read from PubSub. Das heißt, ich sage Dataflow einfach, er soll von hier einem bestimmten Input-Topic lesen. Und dann gibt es hier diese recht funktionale Pipe-separierte Schreibweise, um hier einen Wordcount aufzubauen. Auch da wieder jede Menge Beispiele zu unterschiedlichen Zwecken bei den GitHub-Examples. Wenn ich das Ganze auf Dataflow, also wirklich auf GCP, laufen lasse, deploye, wie gesagt, Kommandozeilen-Switch von Runner, Local einfach auf Dataflow umändern und dann läuft das Ganze in Google und skaliert aus, dann kriege ich solche schönen Flowcharts auch noch und kann jeden einzelnen Step inspizieren und sehe, ist der grün oder ist der rot und kann draufklicken und kann sehen, was passiert da, wie viele Daten fließen durch den Step und so weiter und so weiter. Sehr komfortabel. BigQuery, genauso, das ist wieder ein Google-Paket, auch ganz geradlinig. Ich lasse mir einfach hier irgendwie einen Client geben, setze meine Query auf, schicke die Query über den Client ab, bekomme ein Result zurück und zeige mir das an. Das ist sehr intuitiv und schnörkellos, sehr wenig Boilerplate-Code. Und auch da wieder, ich kann die abartige Performance, die dahinter steckt, eben einfach so nutzen mit ein paar Zeilen Code. Hier sehen wir auch so ein Beispiel. Das ist eine recht gemeine Query, weil sie einen regex verwendet über 100 Milliarden Zeilen. Das ist eine richtig, wir haben durchaus auch Installationen, wo wir viele, viele Petabyte an Daten haben. Die läuft hier gerade hoch. Und kommt gleich zu einem Ergebnis. 24,7 Sekunden, um 4,6 Terabyte Daten zu durchsuchen, mit einer recht aufwendigen und compute-intensiven Query. Und das kann ich jetzt auch von der Kommandozeile aus machen oder von meiner Python-Library oder wie auch immer. Gut, kleiner Switch zu Machine Learning. Machine Learning ist unheimlich wichtig bei uns. Es steckt in ganz, ganz vielen Sachen drin, von Apps über wie wir unsere Datacenter kühlen, bis sonst wohin. Wir versuchen es wirklich an möglichst vielen Stellen einzusetzen, auszuprobieren, damit rumzuexperimentieren. Es gibt von der Außenseite gibt es im Prinzip zwei Arten, auf Machine Learning zuzugreifen. Es gibt die Do-it-yourself-Methode, das heißt, ich nehme die Open-Source-Library TensorFlow zum Beispiel oder andere Open-Source-Libraries wie Keras, die darüber sitzen und so weiter. Und programmiere mir im Prinzip alles selbst und habe hier meine Laufzeitumgebung mit der ML Engine und kann da wiederum eine sehr robuste und Scale-Out-Infrastruktur nutzen. Oder ich nehme sogenannte Pre-canned APIs. Ich habe hier ein Vision API, Speech API, die ich einfach aufrufen kann als Programmierer. Das heißt, ich habe ein REST-Endpoint und ich schicke ein Textfile hin und lass mir Entitäten aus diesem Textfile zum Beispiel zurückgeben oder lass es mir übersetzen oder sonst irgendwas. Das heißt, hier muss ich kein Data Scientist sein, sondern einfach nur ein Entwickler und ich kann das ganz schnell in meine App oder in meine Webseite oder sowas einbauen. Ja. Vortrainierte Modelle. Dann gibt es noch eine weitere interessante Option, die heißt AutoML. Die ist insbesondere dann sehr, sehr gut, wenn ich zum Beispiel Bilderkennung machen will oder wenn ich Bilder darauf trainieren will. Ich habe ein Projekt gemacht, wo ich erkennen musste, ob Minenarbeiter Helme tragen oder nicht. Und wenn sie keinen Helm tragen, dann geht im Prinzip eine SMS an den Aufsichtsmenschen raus, der guckt, dass seine Leute Helme tragen. Das heißt, über die Überwachungskameras in der Mine kann man sehen, wer trägt einen Helm und wer nicht. Solche Sachen kann ich damit zum Beispiel machen, relativ schnell. Ich muss dazu nicht programmieren und ich muss auch kein Data Scientist sein oder irgend sowas in der Art. Das System macht auch viele schlaue Sachen im Hintergrund, wie zum Beispiel Hyperparameter Tuning und so weiter. Auf Machine Learning könnte man jetzt einen ganzen Tag eingehen, aber es ist etwas, was Machine Learning unheimlich demokratisiert und einfach macht, auch für den fast Laien oder für den Entwickler. Ja. Hier nochmal kurz, wie ich jetzt so eine ML-Pipeline aufbauen würde unter den genannten Services, Ingest, Explore, Prepare
Process und so weiter. Hier kann ich im Prinzip wieder meine Bausteine zusammenfügen, um so eine Pipeline aufzubauen. Und in der ML-Engine findet das Training statt, Hyperparameter Tuning, Testing, synchrone Abfragen und asynchrone Abfragen oder Batch-Abfragen. Zum Schluss noch ein Punkt, der mir wichtig ist zu erwähnen. Fast alles, was wir machen, wandert letztendlich in Open Source oder ist auch anderweitig nutzbar als in der Cloud. Es gibt also so gut wie kein Login. Für externalisierbare Services, sowas wie BigQuery, kann man natürlich schlecht in Open Source stellen, weil die ganze Infrastruktur dazu fehlt oder sowas wie Spanner. Ja. Aber aus dem Google-File-System zum Beispiel ist HDFS geworden, aus MapReduce ist Hadoop geworden, Bigtable zu HBase und so weiter und so weiter. Ja. Kubernetes ist relativ bekannt. Unser interner Resource Manager heißt Borg, aber die Ideen dazu sind in Kubernetes gewandert und Kubernetes ist ein riesen Open Source Projekt. TensorFlow und so weiter. Ja. Hier noch ein paar Zahlen zur Contribution, wie viel Code im Prinzip freigestellt wird. Das kennt, denke ich, jeder. Es ist eines der erfolgreichsten und mächtigsten Open-Source-Projekte, die es gibt. Wahrscheinlich ist nur noch Linux populärer, aber auch TensorFlow greift ganz mächtig um sich und wird überall eingesetzt. Ja. Gut, das war's im Prinzip von meiner Seite. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Gut. Dankeschön. Und vielen Dank.